zurecht gemacht wie für ein Fest. Aber dieser Schnuller. Wie alt war sie? 12. Wie war es heute? Gut. Stress wie immer. Wollten Sie die Fotos vom gelben Mantel? Ja. Sie waren begeistert. Schmeckt die Suppe? Sehr gut. Und gibt's Käse? Vor deiner Nase. Siehst du, ich bin überarbeitet. Nimm dir doch mal frei. Wie denn? Wann? Lass dich einfach krank schreiben. Ich würde schon, aber wir haben... Bist du sicher? Schatz, bitte. Claudia hat angerufen. Ihr Sohn ist verletzt. Er ist im Spital. Hat Rolf noch angerufen? Nein, er nicht. Aber? Steffis Lehrer. Sie meint, wenn das so weitergeht, müsste sie diese Klasse wiederholen. Gib dir doch etwas Mühe. Ich weiß, du hast es manchmal schwer. Aber probier doch wenigstens ein bisschen dich zusammenzunehmen. Wieso? Weil aus dir was werden soll. Warum? Damit du glücklich wirst. Wieso glücklich? Jetzt hör aber auf. Peter! Alle Menschen wollen glücklich sein. Das ist einfach so. Da gibt es nichts zu fragen. Wieso? Thank you.
Tschüss, Stefanie. Peter, wann kommst du heute Abend nach Hause? So geht um 9. Tschüss. Bis später. Mach deine Aufkommen, Kleines. Das ist zu heiß. Du verlässt mir das Haus nicht, bevor die Aufgaben fertig sind. Schnell in die Stadt. Wann hast du Schule? Um 2. Geh nicht zu spät.
dieser Hitze, klar. Hey, wohin gehst du? Ich habe keine Cowboys, da gehe ich sicher nicht zur Schule. Langweilig. Du, Mama? Ja? Die Wohnung unter uns ist doch leerstehend. Ja, schon lange. Aber... Komm doch in die Küche, ich bin am Kochen. Wieso fragst du? Nur so. Früher wohnten da mal zwei Strule, die Waldmanns, zwei Brüder. Und seither will niemand mehr da rein. Warum? Ich weiß es auch nicht. Sie machten da irgendwelche komischen Sachen, von denen ich lieber nichts wissen will. Ja? Guten Abend. Nein. Ja, ich werde mit dir reden. Sicher, das geht nicht. Ja, gut. Auf Wiederhören. Du hast schon wieder die Schule geschwänzt. Stefanie, so geht das nicht mehr weiter. Sie werden dich rausschmeißen. Und dann, was machst du dann? Du musst was lernen, damit du selbstständig wirst. Damit du auch nie von jemandem abhängig bist. Du kannst viel aus der Schule gewinnen, wenn du es zu nehmen weißt. Und wenn ich keine Lust habe? Das interessiert niemanden. Du musst lernen zu gehorchen und vernünftig zu sein. Andere können gar nicht in eine Schule. Andere geben viel darum, diese Möglichkeit zu haben. Etwas zu lernen. Stefanie. Wir wollen nur... Dein Bestes. Tu es. Oder wir werden es töten. Ich finde, sie sollte jetzt endlich in den Religionsunterricht, wie all die anderen auch. Du hast recht. Diese ewige Absonderung muss aufhören. Auch diese immer gleiche Musik, die sie dauernd hört. Thank you.
Stefanie? Tu es. Sie hat zu viel Freiheit. Ihre Zeit ist vorbei. Haben Sie eine Frau mit einem Kinderwagen gesehen? Der Spinner, er kommt jeden Tag, um sein verlorenes Baby zu suchen.
Er hat es hier verloren. Gib dieses Paket an die angeschriebene Adresse. Wir sind auswärts essen. Im Kühlschrank hat es etwas, das du dir aufwärmen kannst. Kuss, Mama.
Hallo? Ich hab's mir aufgewärmt. Kein Problem. Okay. Tschüss. Hallo? Hallo? Ich bin gekommen, um mit dir zu sterben. Das haben Mädchen so an sich. Hallo? Hallo?
Tür war so laut. Was willst du? Ich will wissen, ob du vorhast, mich zu verraten. Hab ich nicht. Was willst du? Wieso bist du geschminkt? Ich doch nicht. Schau doch in den Spiegel. Willst du? Logisch. Sicher. In den Schrank. Nein. Stefanie, wie geht's? Wir haben uns Sorgen gemacht. Nach Mamas Anruf habe ich es auch noch ein paar Mal versucht, doch ist niemand rangegangen. Ich habe kurz geschlafen. Dann ist er gut. Wie geht's? Gut, danke. Warum hast du angerufen? Weil ich wissen wollte, wie es unserem großen Mädchen geht, so alleine zu Hause. Alles in Ordnung? Bestens, danke. Ich muss noch Aufgaben machen. Gut. Dann lasse ich dich jetzt. Deine Tochter schminkt sich neuerdings. Du kannst erst gehen, wenn sie schlafen. Ich weck dich dann. Du kannst rauskommen. Hey.
weißt du, Ameisen unter dem Bett. Sie schlafen, du kannst gehen, beeil dich. Wo wohnst du? Ich bleibe nicht hier. Warum nicht? Weil ich nicht will. Also dann geh. Stefanie, aufstehen. Guten Morgen. Wo ist Mama? Sie schläft noch. Sie hatte auch eine unruhige Nacht. Was heißt auch? Wie ich. Ich habe auch kein Auge zugemacht. Das reinste Abenteuer war los. Etwa gegen 2:30 wollte irgendjemand hier in die Wohnung. Glücklicherweise war abgeschlossen. Dem Lernach waren sie zu zweit. Das Merkwürdige war, als ich anschließend aus dem Fenster schaute, sah ich niemand aus dem Haus kommen. Und das alles an meinem Geburtstag. Stimmt. Entschuldigung. Ich gratuliere dir. Danke. Gehen, sonst kommst du zu spät. Zu spät. Du bist vielleicht gut. Was machst du? Ich frage mich, wo Stefanie bleibt.
Stefanie, bist du da? Merkwürdig. Mach dir keine Sorgen. Ihr habt euch nur verpasst. Du hast zu spät aus dem Fenster geschaut. Soll ich mal in die Schule anrufen? Tu das nicht. Sie ist bestimmt dort. Übrigens, ich habe sie angemeldet. Wo? Im Religionsunterricht. Hey du. Wo ist der Mann, der sein Baby sucht? Das ist seine Frau. Haben Sie ein zweites Baby? Nein. Du bist aber früh zurück. Die letzte Stunde fiel aus. Steffi? Ja? Ab Montag gehst du in den Religionsunterricht. Gleich nach der Schule. Oh ja. Dann fang doch schon vor dem Essen an. Natürlich, sofort. Ich werde auch keine Musik hören. Merkwürdig. Sie schien sich ja beinahe zu freuen. Sie scheint richtig glücklich zu sein. Und harmonisch. Wahrscheinlich hat sie eine Wandlung durchgemacht. Eine was?
eine Wandlung. Ich komme gleich wieder. Stefanie bleibt? Wahrscheinlich ist sie bei Anna. Dort geht sie immerhin, wenn sie mit den Aufgaben nicht weiter weiß. Vielleicht sollte sie in den Nachhilfeunterricht. Das habe ich mir auch schon überlegt. Der gute Wille scheint ja da zu sein. Wer mag das sein?
Christine! Hey, Christine! Ja? Schau dir das an. Das ist eine Überraschung. Happy Birthday, Liebling. Von dir? Nein.